Ja, servus liebe YouTube-Freunde. Heute mal ein kleines Video vom Stall aus Misten bei den Hühnern. Da haben wir die kleinen Sträuche schon. Ein paar Sperbe, das sind die Grau-Gesprenkelten. Die Sussex sind die Weißen. Die eine reinweiße Henne da, das ist der Grünleger. Ein paar rote Länder, das sind die Braunen da. Australab habe ich auch. Der Goggel ist ein Australab-Hahn. Und die Henne, die dort steht, ist auch Australab. Ja, und heute machen wir mal den Stall hier unten sauber. Und bevor ich es vergesse, wenn wir schon hier unten sind, dann zeige ich doch gleich einmal noch den ehemaligen Schweinestall. Das ist der ehemalige Schweinestall hier hinten. Ist aufgeteilt in zwei Boxen. Einmal die hier drüben und die da drüben. Die wurden früher schon auf Stroh gehalten. Dann hier ist ein wenig Abfluss gewesen. Da ist unten eine Grube, wo es reingelaufen ist. Und ja, die Gülle, die halt angefallen ist, aber es war normalerweise Festmist. War früher so. Ja, das ist wie gesagt dieser ehemalige Schweinestall. Ist jetzt nicht sonderlich groß. Früher waren hier zwei, drei Schweine drin. Halt auch zur Eigenversorgung. Wir hatten jetzt keinen Mastbetrieb wie vielleicht andere. Es war halt einfach nur so, ja, ich sage mal, reine Selbstversorgungshaltung. Das hat früher funktioniert. Wäre so ein wenig mein Traum, das Ganze einmal wieder anzufangen. Natürlich dann mit Freigang. Aber das steht in die Sterne, keine Ahnung, ob ich das einmal noch mache. Es muss das ganze Verhältnis dazu anpassen. Ich weiß nicht, der Stall theoretisch groß genug ist er. Aber mal schauen. Vielleicht irgendwann einmal, ich weiß noch nicht. Im Moment jedenfalls nicht. So sieht es auf alle Fälle aus. Ein Fenster drin. Lässt sich öffnen. Steht eigentlich bei mir immer offen zum Lüften. Kommt da wieder Frischluft rein. Hier unten habe ich einmal für die Hühner einen Durchbruch gemacht. Die Hühner waren nochmal eine Zeit lang hier vorne. Ist aber mittlerweile auch nicht mehr. Jetzt habe ich sie ja nicht mehr. Ich habe das hier schon abgeteilt. Geplant war eigentlich, falls einmal wieder Vogelgrippe oder dergleichen wäre, dass die Gänse hier vorne reinkommen. Das hatten wir schon mal. Da waren sie aber hinten. Der Raum ist aber kleiner. Und die Gänse, die laufen den ganzen Tag eigentlich recht viel. Da habe ich gesagt, dann kommen die Gänse hier vor. Und die Hühner sind abgetrennt dann nur da drüben. Da stehen da die Legeboxen, die ich habe. Und dann hätte ich da keinen Stress gehabt. Aber wir hatten dieses Jahr Gott sei Dank keine Probleme da damit. Konnte ich mir das sparen. Ja. Und das ist halt jetzt hier drüben dann mein Hühnerstall. Da innen habe ich immer so ein wenig Zubehör zum Füttern liegen in dem Fass. Boxen. Da hat sie wieder ein Ei daneben gelegt, wo es nicht hingehört. Ich habe normalerweise die Eierlegeboxen. Die legen das Ei, das fällt in das Loch und landet ein Stockwerk tiefer auf dem Gitter hier. Die kommen nicht mehr ran. Die Eier waren nicht dreckig und die können die Eier nicht zerhaken. So was passiert halt manchmal. Ja, und das hier hinten, das ist jetzt mein Hühnerstall. Ich mach mal noch ein Licht. So sieht der jetzt aus. Den misst man heute mal aus. Ich streue immer mit Sägespäne unten den Boden ein. Hier habe ich eine Wanne stehen mit Sand, dass sie Sandbad machen können, wenn es draußen zu matschig ist. In den Sand, das ist Quarzsand, mische ich immer noch ein bisschen Kieselgur. Das sind so ja, prähistorische Algen in Kalkform. Das hilft zum Beispiel gegen die rote Vogelmilbe oder gegen Flöhe. Funktioniert wunderbar, die nehmen es super an. Gänge gerne rein. Das wie gesagt war früher mal die Ferkelbox. Ich habe mir jetzt hier rein den Hühnerstall gebaut. Die Kanthölzer, die habe ich auf Anraten von einem Zuchtwart genommen. Der hat gemeint, naja, wenn du den Stall baust, nimm da aber starke Kanthölzer, Rundholz ist nicht so gesund für die Hühner. Eckiges Material ist besser, greifen sie mit den Krallen besser rum. Ich bin im Kleintierzuchtverein mit dabei, aber nicht jetzt so, dass ich jetzt groß die Hühner züchte, ich bin halt dabei, aber ich mag es im Endeffekt nicht. Vorteil von diesen Balken ist, ich kann sie einfach rausnehmen und habe zum Reinigen dann hier Platz, die kann ich einfach auf Seite stellen und anschließend wieder reinmachen. Das ist super, man braucht sich nicht unten drunter abtun, dass man runterkommt. Ich kratze das raus, ich hänge die danach wieder ein, es kommt wieder frische Sägespäne rein und die Hühner haben wieder was zu tun.
Und wie man sieht, denen geht's gut. Das da ist ein Futterautomat. Oder was heißt Automat? Eigentlich ist es kein Automat, es ist ein Futterbehälter, Sammelbehälter. Den könnte ich bis oben hin voll machen. Also im Prinzip ist es schon Automat, wenn er mal befüllt ist. Mache ich aber nicht, weil wenn die Hühner den ganzen Tag draußen sind, dann brauchen sie ja noch hin, kein Futter stehen. Die kriegen ja Salat, die kriegen Brötchen, Labla. Und da brauchen die selbstverständlich da hinten nicht den ganzen Tag das Futter stehen. Erstens einmal lockt man damit nur die Mäuse an, die Ratten an. Und zweitens einmal, die koten dann doch nochmal drauf und das muss nicht sein. So kann ich den Behälter schön reinigen. Die kriegen abends zwei Schaufeln, die können sie sauber aufpicken. Am nächsten Morgen ist nichts mehr da. Früh kriegen sie dann ihren Salat oder ihren Brötler. Und dann passt das auch wieder. Mal eine Ladung Futter in die Hand. Die sind wie die Verrückten. Wer jetzt gierig ist. Schmeckt's? Gibt gleich noch mehr. Also vor Flöhen habe ich bei denen keine Angst. Wie gesagt, die haben das Kiesel nur. Mit Parasiten habe ich Gott sei Dank überhaupt keine Probleme. Soweit erstmal. Machen wir mal sauber. Ja, wie gehe ich nun vor, um den Stall hier sauber zu bringen? Zuallererst, ich schmeiße mal die ganzen Behälter raus. Futterbehälter. Und alle Behälter. Sandbehälter. Da können wir den größten Dreck rausschütteln. Das ist jetzt auch der Futterautomat. Den könnte ich bis oben hin mit Weizen, Gerste, Getreide. Kann er Futter voll machen. Das würde immer wieder automatisch nachlaufen, bis er halt leer ist. Aber das mache ich nicht. Mann, nehme! Einmal den Schabel, einmal den Besen. Dann gehe ich immer erst her, mache den Bereich hier vorne, wo ich stehe. Das Ganze habe ich aber zugemacht mit einem Hasendraht, weil hier immer die Marder versucht haben reinzukommen. Deswegen habe ich das Ganze zugemacht. Die verwenden es halt jetzt als Sitzgelegenheit. Dementsprechend schaut es halt dann auch immer aus. Weil nicht alle von meinen Hühnern, die wollen unbedingt eine Sitzstange, die sind begeistert davon, wenn sie auf dem flachen Boden hier sitzen können. Im nächsten Schritt nehmen wir jetzt die Sitzstange raus. Ich sag mal, einfach bloß aushängt. Dann kann ich mir sie auf Seite stellen. Deswegen mache ich mir immer da vorne sauber. Dann habe ich mehr Platz. Hey, ihr sollt die Kamera nicht lauer. So. Muss ich sagen. Stativ ist interessant. Ja. Und schon habe ich Platz zum Arbeiten. Ich kratze das jetzt alles einmal zusammen und dann tue ich es mit Eimer auf meinen Mistwagen. Und dann kommt es mit auf den Misthaufen. Moscheesahne. Der Stall ist den ganzen Tag offen, ne? Aber interessant war es, wenn wir noch was erben.
Den Rest kehre ich mit raus. Und gut ist. So, Stangen einhängen. Zumindest lassen wir mal die hinteren zwei. Zack, die liegen da bloß drin. Können aber nicht weg. Die Hühner können bequem drauf sitzen. Da hagelt nichts, da rabbelt nichts. Und die Hühner fällt's. Und ich sag, durch die eckige Form können die sich richtig schön festhalten. Weil rund sollen wir nicht. Es gibt dann immer so eine Fehlbildung an die Füße. Ja, also für den Fall des Falles, dass es nicht so dunkel ist. Wo kriege ich die Sägespäne her? Wenn wir Holz sägen, sammeln wir das hier in der alten Holzbox. Und die Sägespäne nutze ich dann für meine Viecher unten. So habe ich dafür eine Verwendung. Und es muss nicht weggeschmissen werden. Die Hühner freuen sich und der Stall ist schön trocken. Und die, ich sag's jetzt auch mal, wie es ist, die Scheiße ist gebunden. Hole ich mir das einfach mit einer immer eine Ladung. Einmal. Zweimal. So, da habe ich die Sägespäne gefunden. Jetzt schnappe ich mir bloß die Eimer. Und verteilen wir die hier. Wenn die Hühner schneller sind und sie draufsetzen und selber verteilen. Warum nehme ich Sägespäne? Ja, wie gesagt, der Vorteil ist, der Mist vor die Hühner wird besser gebunden. Ich habe da einen richtig schönen Festmist. Ich habe ein trockenes Stallklima. Nicht dieses Feuchte, was wäre, wenn ich jetzt gar nichts hinhält. Und Strom nehme ich deswegen nicht. Der Festmistanteil wäre dann so groß, das kriege ich hier drinnen dann gar nicht runter. Das wird sehr viel. Ich hole jetzt noch schnell einen Eimer und dann sind wir da eigentlich schon fertig. So, der dritte Eimer Sägespäne. Ich dachte, ich streue mir unter die Sitzstange ein. Dann habe ich keinen Dreck. Als ich jetzt oben war und meine Sägespäne geholt habe, habe ich mir gleich einen Wassereimer mitgebracht, beziehungsweise einen Gießer mitgebracht und habe die Wasserwanne schön sauber gemacht. Ich sage, noch frisches Wasser gibt es jeden Tag. Und wie das soll's. Diesen Wasser schmeckt sogar noch besser. Der Futterbehälter. Jetzt passt mal auf, wie verrückt die gleich tun, wenn ich denen jetzt das Futter da rein tue. Wie die Wilden. Das Ganze war jetzt im Endeffekt schön Stall sauber machen. Es ist keine große Aktion. Wie gesagt, ich kratze den Boden immer schön zusammen, dass alles schön sauber ist. Die alte Sägespäne raus, richtig schön frisch rein. Die Hühner schwätzen. Da hinten steht wieder der Sand.
Die ersten Tretminen sind schon wieder auf dem Boden, weil die verlieren ja überall. Wasser ist frisch. Ja, das war's dann eigentlich auch schon. Ich sag mal, mehr ist es nicht. Geht relativ schnell. Ich habe mir das extra so gebaut, dass es schnell funktioniert. Weil ich meine, man muss sich die Arbeit erleichtern. Also früher hier vorne im alten Schweinestall saßen die Hühner oft einmal auf die Stangen hier. Problem war halt, die wenn gekackt haben, es ist runtergefallen auf die Stange, von der Stange auf die Stange, von der Stange auf die Stange. Die waren von oben bis unten immer total versifft. Hat immer ausgeschaut wie Sau. Das Saubermachen hat immer Stunden gedauert. Das hat dann immer nicht richtig rangezogen. Dann habe ich gesagt, es muss eine Lösung dafür geben. Da habe ich es versucht, so ein Netz herangemacht, dass sie hier nicht drauf gehen. Das hat nicht funktioniert. Und ich habe dann irgendwann einmal die Idee gehabt, ich baue mir das da hinten rein. Und das funktioniert. Das ist optimal. Ja, wie gesagt, ich habe halt jetzt die Eierboxen hier vorne. Nachts legen sie normalerweise keine Eier, weil bei mir in der Nacht das Licht aus ist. Die dürfen nachts schlafen. Auch nicht wie in einem Großbetrieb, wo oft dann das Licht die ganze Nacht brennt. Und früh können sie dann hier hin und her laufen. In der Behälter habe ich immer mein Futter drin. Da habe ich von der Arbeit drin, haben wir Meisenknödel gehabt, die habe ich mitgenommen. Die schmeiße ich ihnen dann immer mal noch, da freuen sie sich. Oder den Weizen, wie gesagt, ich nehme ab und zu mal ein Legekorn dazu oder so Legemehl. Sind dann auch nochmal Vitamine, Spurenelemente und dergleichen mit drin. Schaden tut es ihnen nicht. Wie gesagt, die fühlen sich wohl, denen geht's gut. Und was will man mehr? Mir ist es immer wichtig, dass es meiner Viecher gut geht, weil sonst geht es mir nicht gut. Ja, das war's hier unten. Und wie es der Zufall so will, ich habe ja gesagt, ich zeige euch eventuell mal so ein grünes Ei. Meine Eier sammle ich immer hier. Und das ist so ein Grünlegerei. Also ich weiß nicht, ob man es auf dem Film gut erkennt. Das ist so eine leicht lindgrüne Farbe. Mal intensiver, mal weniger intensiv. Immer ganz unterschiedlich. Solche legen immer die Grünleger, da habe ich drei Stück. Da kommen das Jahr wahrscheinlich noch ein paar dazu. Meine Mutter macht ja Eier immer ganz gern. Ob die jetzt gesünder sind oder nicht, da zweifle ich jetzt einmal dran, aber schön ausschaut, das heißt, da haben wir was Interessantes zwischen die braunen Eier. Ich habe auch ein paar Hennen, die legen eher weißliche Eier. Also in diesem Sinne, ich hoffe, das kleine Video heute hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ist einmal was anderes, hat einmal nichts mit Maschinen zu tun gehabt, war mal jetzt dann aus dem Stall im Endeffekt. Kann man ja auch einmal machen. Dann seht ihr auch mal, wie das abläuft. Also wie gesagt, wir haben halt keine großen Maschinen dafür, dass ich den Stall sauber mache, sondern ich mache das mit Handarbeit. Der Stall ist einfach so gebaut. Es geht nicht anders. Ist aber auch kein Problem. Wie gesagt, es dauert nicht lang. Ich bin normalerweise eine Dreiviertelstunde drüber. Dann ist er richtig blitzeblank sauber. Und die Hühner freuen sich wieder, haben wir dann einen frischen Stall. Ja, und beim nächsten Mal kann ich euch ja dann, oder bei Gelegenheit einmal mit den Pferdstallen in der Nähe. Dann zeige ich einmal, wie es dort ausgemistet wird. Funktioniert im Endeffekt nach dem gleichen Prinzip, bloß der Mist schaut halt ein wenig anders aus. Ja, also in diesem Sinne, ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal, Servus.